EM-Norm, Comeback, Bestleistung und volle Emotionen, das sind die norddeutschen Meisterschaften in der Rudolf-Habich-Halle. Nach rund 7-monatiger Verletzungspause möchte Martina Strutz zwar erst einmal gesund bleiben, doch bei ihrem Comeback eine Woche zuvor sprang sie mit 4,40 Meter nur 5 cm unter EM-Norm. Da lag was in der Luft. Während sich die Schwerinerin warm machte, waren aber erst einmal alle Augen auf sie, auf Julia Stepanova gerichtet, die nach ihrer zweijährigen Sperre erstmals wieder die 800 Meter lief. Im vergangenen Jahr enthüllte sie bei der ARD-Dokumentation Geheimsache Doping das russische Dopingkonstrukt. Nach dem mutigen Schritt, dieser Wettkampf also etwas ganz Besonderes. Aber warum eigentlich genau hier? Das hier ist ein Ort, an dem uns die Menschen geholfen haben und die haben auch alles arrangiert, dass ich hier heute starten kann und vor 5 Tagen ist die Sperre auch erst abgelaufen, deswegen konnte ich jetzt endlich beginnen. Außerhalb der Konkurrenz lief sie dann als Erste durchs Ziel und konnte ihre Emotionen wohl selbst noch nicht ganz richtig einordnen. Dennoch weiterhin von uns alles Gute. Ja, wir wollen die Spiele, war überall zu lesen. Diese Aktion zur möglichen Olympia-Bewerbung fand auch diese Woche wieder statt. Martina Strutz, Olympia-Fünfte in London 2012, möchte in der Hallensaison erst einmal die Abläufe wieder richtig reinkriegen. Und beim ersten Sprung über 4,30 Meter klappte das noch nicht so richtig. Dafür im nächsten Anlauf. Da war auch noch reichlich Platz. Und dann mal geguckt, was die Kolleginnen ohne Stab so springen. Persönliche Bestleistung, Imke on. Vor den 1,85 Meter bereits norddeutsche Meisterin wollte sie unbedingt persönliche Bestleistung springen. So schön kann Freude aussehen. Man hat es, glaube ich, gut gesehen, wie ich mich gefühlt habe. Erstmal in Tränen ausgebrochen. Ich bin echt überwältigt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Schnell noch eine persönliche Bestleistung hinterher. Lisa Marie Quaillet wird ebenfalls norddeutsche Meisterin. In beiden 200-Meter-Läufen verbessert sie ihre bisherige Bestzeit. Im Finallauf steht die 23,79. Eine persönliche Bestleistung peilte Martina Strutz heute nicht an, doch beim Sprung über 4,40 Meter war noch genug Luft für die EM-Norm und die stand jetzt für die kleine, quirlige Athletin an. Mit 4,50 Meter wäre sie sogar 5 cm besser, also auf ging's, doch man merkte noch ein wenig die Verletzungsnachwehen, da passte noch nicht alles perfekt zusammen. Im zweiten Versuch, wieder über 4,50 Meter, touchiert sie die Latte leicht, aber erreicht dennoch die EM-Norm. Höher hinaus ging es für die Schwerinerin heute dann aber auch nicht. Bei 1,61 scheitert sie. Ja, ich sag mal, ein bisschen zu früh, zu schnell angelaufen, sodass man nach vorne keinen Druck mehr machen kann, keine Geschwindigkeit mehr so in die Anlage kriegt, wie man es gewohnt ist. Und dann geht der Sprung vor der Latte hoch, aber man kommt halt bei Ständer 80 nicht mehr ganz drüber. Insofern weiß ich noch, wo ich arbeiten muss, wo ich hin will die nächsten Wochen und ich denke, das wird schon. EM-Norm, Comeback, Bestleistung und volle Emotionen. Das waren die norddeutschen Meisterschaften in der Rudolf-Habich-Halle.